Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und endlich gibt es mal wieder Twilight. Ihr habt danach gebrüllt, hier ist es. Und wir haben heute erstmal den Fössel HD. Ja, herzlich willkommen meine lieben Freunde des gepflegten Trials Sports und an die Mädels, packt die Hupen auf den Tisch, denn es wird wieder sexy, denn der Crisinio ist auch wieder am Stüssel. Ja, Sigi, hallo an die Freunde des gepflegten schwarzen Humors. Und ihr kennt das alle, ihr seid schlecht drauf, ihr seid richtig down und so geht's mir manchmal auch. Aber hey, dann gucke ich in die Teilnehmerliste und dann sehe ich da den Dröstner Agromaker heftig stimmen. Und dann weiß ich, jawohl, es wird lustig. ja. Hallo, das war's. Weiter Teil und ja. So, wir fangen auch direkt an. Das ist ja gleich auch, die Stimmung schon wieder am Kochen. Oh, wir haben auch extra mal so ein paar Maps rausgesucht für das Marker und für den Crisinio, dass die eine Chance haben. Es hieß ja immer hier, nicht immer nur Fössels gewinnen und Kriegis. Ja, lass doch mal die Spongs gewinnen. Ja. Und mal schauen, ne? Das sind auf jeden Fall die Maps, wo auch mal gerne ein Controller fliegen kann. Alles kann, nichts muss, ja, super. Was, Crisinio, was ist da los? Ja, ich brenn schon. Ja, ich hab nur gedacht, so. Oh, nee. Brennt noch hier jemand? Nee. Ja, ich. On fire. Wald- und Wiesenmeister. Oh, nee, nicht die Scheiße. Burning Ring of Fire. Komm. Komm, komm. Also hier bin ich eben schon die ganze Zeit abgekackt. Hier komme ich wieder nicht ins Ziel, das wird mich ficken. Nein! Ah, ich falle runter. Jetzt müssen wir diese ganze schwule Scheiße nochmal sparen. Ja. Was eine Driete. Ja, vor allen Dingen, jetzt seht ihr mal, wie scheiße dieser Party ist, wenn ihr hier brennt. Das ist nämlich zu dann runterrutscht. Genau. Ach gut. Ich glaube, wir können uns schon gleich wieder was anhören, ey. Da vorne. Sie. Ja. Sie. Ja. Geil. Verstehe die Frage nicht. Ja, und Crisinio ist auch wieder mit dabei. Da wird es jetzt auch wieder einiges geben. Wir haben ja unsere. Was ist das denn hier? Game Over. Wie ist denn? Los, du Weibers. Ach so. Ja, Fessel. Ja, da geht ja wohl nichts mehr. Hey. Also, wenn er sehen wollt, wie die Strecke bis zum Ende aussieht, dann ja, dann kauft dem das Marker eine HDP Boy. Ja. Oh Mann. Direkt die Fresse reißt. Der reißt direkt die Fresse auf. Boah, ist das widerlich. Ja. Und warum? 3, 2, 1, mit Recht. Oh Mann, ey. Ja, das geht ja eine lüsterne Runde hier. Ja. So, das war Twilight, Freunde. Tschüss. Nee, aber dann müssen wir den Tagessieg ja hier an das Marker geben. Das geht ja nicht. Nee, dann müssen wir auf jeden Fall was dagegen machen. Klar. Geht alles. Geht alles. Das Einzige, was geht, ist der Kackschliff, mein Freund. Fuck, Alter. Ja, fuck, Alter. Wo geht's denn hier lang? Super Kackstift-Ole. Super Kackstift-Ole. Super Kackstift-Ole. Super Kackstift-Ole. Ich bin dafür, dass wir das irgendwie so einbauen. In irgendein Stadion oder so. Super Kackstift? Ja. Ach, das gibt's doch gar nicht hier. Boah, ich war ja hier auch richtig. Ich wollte mal richtig großkotzig sein. Gebohntes Bild, Krieger vorne. Ja, und das Marker gleich dicht dahinter. Oh Gott. Die setzt sich anders gewohnt. Das Einzige, was... Ja, obwohl... Doch. Also knapp dahinter bist du nicht, aber du bist dicht. Das stimmt. Ey, was mache ich denn hier? Das ist doch alles... Da wird ja das Marker nie hochkommen. Das ist wie er für ein... Das Marker... Ne. Ey, ne. Wie schwul ist das denn? Ich war doch da bestimmt an dem Checkpoint. Anscheinend nicht. Nein! Und wer ist wieder vorne?
da los? Der Wald- und Wiesenmeister, Alter. Ja, das ist ja deine Lachen. Gegend, ja, ey. Ja. Ganz viele Steine, ey. Passt ja. Und in HD. Ja, in HD, ohne eigene Aufnahme, KT. Aber in Action. Nein! Ich geh gleich kotzen. Der Fössel hat auch übrigens einen Wurfcontroller. Ja, das haben wir heute erfahren. Also wenn es mal wirklich stimmt, diese Anschaffung ist sehr sinnvoll. Das heißt, wenn ihr es auch immer leid seid, euren Controller kaputt zu machen, kauft euch einen Wurfcontroller. Irgend so ein Billigteil. Nein, dafür braucht man sich keinen kaufen. Man macht einen Controller. Sollen sie mich verarschen oder was, Alter? Ja, wollen sie. So. Freunde des gepflegten Motorrad-Trials-Sportsens. In der Haus, ja. Ich wollte nur mal eben erwähnen, dass Krieger mir gerade eine Drohnachricht geschrieben hat über Skype. Dass wenn ich jetzt hier so derb abgehe, derbe Konsequenz. Das ist gleich mal eine Drohnachricht, Alter. Guck mal, mit was für Mitteln er das mag. Ich versuch dich hier. Der Krieger hat mir eine Drohnachricht geschickt. Mhm. Und selbst, Alter, ich verarschen, was, Alter. Selbst wenn du mir eine Drohnachricht schreiben würdest, würde ich sagen, fick dich das, Marker. Das ist mir egal. Nee, ich sag's. Weil ich will meinen Abonnenten was zeigen. Ne, ich auch. Mach doch hier. Guck mal an. Seh ich. Was ein Augenschmaus. Ja. Augenschmaus, ja. Sprach der Blinde. Ohne Witz. Das Marker Deluxe, ey. Alter Schwede. Das kann er euch ernst meinen, oder? Das Marker Deluxe. So, hier werdet ihr feststellen, das Marker wird an der ersten, im ersten Hindernis scheitern. Meinst du? Noch nicht? Schade. Ey. Scheiße. Was ist jetzt kaputt? Ja, doch. Wo ist denn der Wald- und Wiesenmeister? Keine Ahnung, ja. Der Förster. Der ist gerade Bäume fällen. Ja. Alter, was? Der wedelt sich einen wieder von der Palme hier, ey. Ach, jetzt so. Wie hops geschafft. Ja, das ist ja spät, wa? Ja. Schön. So. Presenio, kannst du mal so sagen, der das Marker wird es nicht schaffen? Das Marker, wo bist du? Moin! Spusti, schon rein da. Wird denn noch überholt, der Cresinio? Große Fresse. Alter! Ist im Ziel! Oh. Ja, das mag kein E-Stam. Fickt euch alle. Fickt euch alle. Also, wie redest du mit meinen Abonnenten, das Marker? Ich rede mit deinen Abonnenten, ich rede mit euch, Spasserlacken hier, drei Spackos. drei. Ich hab mich selber dazugezählt. Ja, ja. Ich bin gerade so eine Rage. Can you beat it? Meets. Ich fühle mich gerade auch ein bisschen schlecht, muss ich zugeben. Wieso? Ja, mit Recht. Ja, wenn ich also sehe, das Marker bist, oder was? Naja. Ja. Deswegen muss ich mal hier jetzt. Muss ich mal. Wo bin ich alle? Ja, genau. Oh, dieser hässliche, dieses hässliche kleine Kind da. Aber, ey. Das ist meiner. Ja, also aber dann sag das halt. Hässliches Kleines, ja, das dauert noch. Da kommen ja noch mehr. Na komm schon. Der ist ja noch nicht so weit. Und außerdem ist der Tagessieg für das Marker noch meilenweit entfernt. Auch wenn er es nicht so sieht. Der ist hier meilenweit. Gib mir noch 2 Folgen, da bin ich hier. Naja. Abgesetzt. Wie hat er das eben ausgedrückt? Er ist der Moment, fährt er richtig wie so ein Gott, hat er eben gesagt. Ja, ich bin der Messi des Trials, ja. Ja. Genau. Da hat er mal 2 Rennen gewonnen. Da fängt er an hier mit Blasphemie. Aber man muss ja schon mal zugeben, das war ja schon mal mehr als 50 Worte dieses Mal. Also Respekt, das Marker. Er hat ja auch einen ordentlichen Einlauf gekriegt in den Videokommentaren. Aber ist er auch jetzt. Die Leute wollen den das Marker auch mal reden hören. Ja, da ist in HD. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr auch gerne wieder schreiben, dass ihr die Fresse halten wollt. Ist auch kein Problem. Nee, die haben
Wir haben gesehen, dass gar keine Taten gefolgt sind. Deshalb sollten zumindest mal Worte kommen. Ja. Ne, das Magi? Ist korrekt. Das ist korrekt, ja. Kamen wirklich keine Taten. Heiße Luft mit Zwiebelknochen und Frontflip ins Ziel für die Abonnenten. Das ist doch hier Killefitz, was ist denn hier los? Ja, ganz ehrlich. Ich fand die Map, ich frag mal, ja, Kiki, ne? KI, Kiki. Weiß ich hier, komm. Miet. Oh, der Fresser schafft's noch. Jetzt der Krasini auch noch. Oh, der Krasini. Nein! Voll mit der Top. Boah, das hat nicht gezählt. Das ist doch ein Scherz, ja? Das ist doch ein Scherz. Erzählt immer das vordere. Ja, bei Krasini übrigens schon mal 5 Punkte. Ja, Stark. Das läuft. So, super Krasini Cross für Respekt. Anfänger. Jetzt geht's los hier. Ach du Kacke. Jetzt kommt hier, Das Marker. Erst ins Ziel kommen, dann die Fresse aufreißen. Okay. Gib mir eine Minute. Gib mir eine Minute. Ich glaube, eine Minute. Nein! Ist so richtig schlecht. Es gibt's nicht. Auf. Was holt du die Fresse jetzt? Nein! Das ist der Krieger da hinten. Glück gehabt. Ja, beziehungsweise Skill gehabt, eher gesagt. So heißt das ja hier in elitären Kreisen. Zack, Kirsche. Kirsche. Fick dich. Oh, das Marker letzter. Es gibt aber noch mal ein paar Abzüge in der B-Note. Aber immer noch vor Krasinio. Ja, gut. Mein Gott. Und mit Fesseln der hoch. Ui. Ja, volles Rohr, schon wieder super cross. So, lass mich mal kurz überlegen. Wenn ich jetzt zumindest mal einen Punkt mache, bin ich durch. Ja, bla bla. Wo bin ich? Ach, da hinten. Wicked. Der war schon mal stark, ja? Ich fahre einfach hier auf Safety. Nebenbei noch die Kirsche hier reinholen. Das Marker? Hm? Erster. Och, du bist so ein Drecks. Ach, die Noten, ey. Du ist. Warum habe ich denn da minus 2? Das raub ich überhaupt nicht. Ich habe nicht einen Fehler gemacht. Ja, weil du zwei. Ja, weil zwei Punkte auf den Sieger verlierst. Du verlierst die Punkte stehen auf den Sieger. Also 10 Punkte. Oh. Ist der das Marker heute mal vor Fessel? Ja, noch. Und jetzt kommt die lange. Die elendig lange. Super Cross schwer. Oh yeah. Die ist ja das Marker mit 0 Federn schon mal gefahren. Ist er? Ist korrekt. Hast du ein Motorrad getragen, oder? Ich bin auch schon mal eine Supercross extrem mit 0 Federn durchgefahren, ja? Ja, klar. Ich meine, der Stelle geradeaus, ne? Nee. Hat der Editor hat dann extrem reingestellt, weil die Runde 13 Minuten lang geradeaus ging. Extrem langweilig. Oh, hier war. Ja, ein bisschen für die Abonnenten mal ein Frontflip. Nein! Backflip. Ach, das klingt nicht so, als hätte das Marker hier. Das ist echt der Druck. Druck von der hinten. Ja. Wisst ihr, wenn wir hier alleine zocken, so ohne Aufnahmen und so, ne, dann. Gewinnst du jede Runde, ja. Jetzt mal ohne Scheiße, da gehe ich ab wie Schmitzkatze da. Ja. Es ist halt jetzt so, Krieger und Fresse wollen halt nicht, dass ich mal einen Tagessieg einhole. Und ist wenn okay. Ihr glaubt, dass er das Marker gerade scheiße labert, schreibt es in die Kommentare. Also ganz ehrlich, Leute, der Punkt ist ja, Fessel und ich, wir würden ja gerne mal Krasinio, das, ja, okay, nicht das Marker, aber Krasinio mal einen Tagessieg gönnen. Einfach dann damit die auch so ein bisschen Anreiz haben oder auch mal am Solution oder am Jochen oder irgendeinem anderen. Boah, Sunrise. So. Aber, ja. Geht einfach nicht. Das geht. Was sollen wir machen? Hier, ich mach schon hier Frontflip. Ich mach hier Backflip. Alles. Und der Krasinio ist vorne. Ja, ist doch schön. Was ist da los mit den Krasinios? Boah, ich hasse diese kackten Supercross-Maps, ey. Zu dir auf 3 nehmen, ist ein Witz. Ja, ja haben sich die Leute haben auch immer ein bisschen. Von das Marker. Echt? Und von das Marker.
Ja, muss man ein bisschen Abwechslung bieten, ne? Ja, du bringst ja keine. Mr. Checkpoint Nummer 1. Ich schaff's nicht. Das Spiel endet in 9876. Oh oh. Gut. Oh. Wer kriegt da ein DNF? Okay, minus 1 das Marker. Und 1 ist aber ehrlich. Nein. Na gut. Ich bin zwar hinter noch das Marker, na gut. War trotzdem, ne? Ja, erster das Marker. Wie war das noch bei einer Runde? Ich bin vom Fessel! Ja, vom Cresenio ist er mein Erzrival, da passt schon. Übrigens, ja, das ist mein Homie. Also man denkt jetzt so, den gönn ich's. Und jetzt machen wir mal eine richtige Männerrunde, oder? Dankeschön dafür. Ja, wäre ich dafür. Ja, das Marker, tschüss, ne? Ja, ich bin immer raus. Weidmanns Dank, bis zum nächsten Mal. Das war jetzt so kleine Strecke, hat er sich ja vorher gewünscht und jetzt kommen die Krieger. Jetzt sind wir Sachen der Anfangsbuchstaben. Das ist nicht dein Ernst, die erste Map. Ich hab mal nicht rum. Oh mein Gott. Das sind ja Anfangsbuchstabe. C. Ja, C gibt's nicht hier, du Arsch. Ja, lege ich den Wurfcontroller schon mal bereit, ey. D. Ninja Garden. Ja, klar. Ja. MTFRUSTA. Und Samurai Track haben wir eben nicht gespielt. Samurai Track. Und die Mini Twilight Compilation. Mm-hmm. Die haben wir nämlich frisch runtergeladen. Die sind von heute. Aktuell frisch aus der Presse. Und die kennen wir noch nicht. Also vielleicht kriegen wir da voll auf die Fresse. Vielleicht noch ja, nicht. Ja, also wenn ihr dann die seht, wie es... Nimm mal die Donkey Fresse. Boah, ne. Bisschen Herausforderung. Ja. Boah, ne. Ja, guck mal, Treppen. Das ist schon wieder hässlich. Da schieße ich mich lieber gleich schon mal ins Ziel. Hier, pass auf. So, hier, zack. Zack, Runa. Das Geilste wäre jetzt, wenn der Chrisier wirklich ins Ziel kommt. Nein. Jedes Mal nein! Gleiche, Du ist eins! Ich finde die Map so scheiße. Wie hast du das gemacht? Ich hab's doch gesehen, alle. Ich hab das gemacht, was ich gesagt habe. Ich schieß dich direkt los. DNF, Freunde. Alle drei. Ja gut, hässlicher das Marker hat's wieder auf zwei geschafft, aber egal. Nach 11 Sekunden. Mit null Fehlern. Boah, Alter. Wie geil ist das denn? Ja. Kannst die Korken knallen lassen. Ja. Alter, direkt in den Arm. da kommt ja das Marker bestimmt nicht hoch. Wir sind natürlich unterschätzt dich. Das ist korrekt. Weil ich komme nämlich mit dir. Das ist korrekt. Aber überschätzen geht ja auch nicht, ne? Geht immer. Mann, willst du mich rollen oder Alter! Ziehen? Ist doch ein schlechter Scherz hier doch. So, Speed hier rüber. Kurz abbremsen. Ja. Obwohl. Was veranstalte ich denn hier gerade? Nee. Oh, stark. Ich bin, glaube ich, hier auf dem DNF aus, so wie ich gerade fahre. Oder eben nicht fahre. Nein. Alter! Das gibt doch nicht! Willst du mich verarschen oder was? Warum komme ich denn hier nicht mehr hoch? Das ist doch, ja, genau. Der Wasser kriegt keinen hoch! Wohl. Boah, ist das Flamme, ist das ekelhaft. Jetzt sehen die alle gleich, wo ich noch rumschwimme. Komm schon, Mann! Kann ich mich hier nicht einfach auch ins Ziel schießen? Nee. Das muss man das Schießerei gibt's hier nicht mehr.
Und dann kommt er gleich wieder hier, unser Wald- und Wiesenmeister, aus seinen Maulwurfslöchern rausgekrochen, ey. Ja, und warum? Und jetzt kommt wieder ein schlechter... Boah, warum mit Recht, ey? Warum? Weil das kann, recht, ey. Mach einfach mal wenigstens was richtig, wenn es schon ein Text ist, ey. Boah, ist das schlecht, ey. Boah, ist das schlecht, was ich hier biete. Boah, ey. Unsinn. Ich hab so lange da an diesem einen scheiß Hindernis nach rumgepimmelt. Ja, das ist die... Halt die Fresse, Cresinio. Ist schon beim ersten Checkpoint, schön. Ja, bin ich jetzt. Gib mir bitte einen Daumen hoch, dass ich jetzt beim ersten Checkpoint bin, nach 2,5 Minuten und verkackten 50 Versuchen, ey. Aber jetzt lasse ich mich nicht beirren, gleich zack, den zweiten geholt. Den dritten auch noch. Ich wüsste, muss vorne nur noch warten, damit einfach ich... Einfach nur Primärziel vorne das Marker, der Rest ist egal. Wird schwer, ne? Wird schwer! Alter Junge, nachher hängt er. Ich komme hier nicht rüber, das ist unschaffbar. So. Das Markometer wird auf. Das Markometer! Das Markometer! Also, wir werden. Das ist eigentlich heute nur so eine kleine Just for Fun Runde. Ist zwar trotzdem eine Game Over Folge und alles. Übrigens, es ist für uns zu schwer aus den Videokommentaren immer die Maps rauszufiltern, weil da, die Leute schreiben da alles mögliche rein, halt, ja, Cousinho, so. Ole, ole. Und damit das Ganze einfach ein bisschen übersichtlicher ist, gibt es dafür jetzt im Forum, im Bereich, wird in der Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr dann eure Maps oder eure Lieblingsmaps, die wir zocken sollen, reinschreiben. Dann ist das für uns auch schön übersichtlich und dann können wir die schön runterladen und machen, schnubbeln. Oh, guck mal, da hab ich ja fast den Schmarker wieder eingeholt, ey. Ja, gute Idee. Bitte, jetzt kommt das Marker. Wieso hab ich denn 4 Punkte? Ich hab doch gerade die Map davor gewonnen. Ach, wurde die wieder nicht gewertet? Du hast die Map gewonnen. Willst du mich verarschen? Die erste hat Cousinio gewonnen. Ja, das war jetzt die dritte, oder nicht? Ja, jetzt kommt zweite. Die dritte. Werden wir gelernt sein. Ach, so du kannst, Marker. Wie fangen wir denn hier an? So das Marker, tschüss. Christine ist schon drüber. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich anfangen soll, ja. Fahr mal rückwärts. Das bringt was? Nö. Aber es ist bestimmt lustig. Trainer, ey. Ich fand den geil. Ich hab Spaß heute. Kann man die auch kaputt machen, die Dinger hier? Mhm. Die rollen, ich glaube, wenn man zu fest da drauf, ne? Meine Güte. So, das Marker. East End. Nicht schaffbar, oder was? Wo ist denn das Suchen und Zerstören, wie? Dein Arschloch. Wenn du in meinem Arschloch wärst, wäre das wirklich widerlich, ey. Ich war doch schon drüber, ey. Ich war auch schon in der Rille drin. Genau, in der Rille das war ich auch. Das Marker übrigens, schon. Unten geht's nicht weiter. Brauchst gar nicht probieren. Ich weiß, ich kenn die Map schon. Hast du geübt. Ja. Achso, ja, jetzt war's hier, rückwärts fallen lassen und dann hoch und dann... Was ist denn mit dem Cresinio los? Wie geht ab, wenn du magst? Kann man sich hier überall ein Ziel katapultieren? Ja, wusstest du doch nicht, ne? Boah, alter Schwede. Das Schlimme ist, wenn du hier über die Spielzeug-Mopeds rüber bist, dann geht's noch weiter. Und da geht's noch ordentlich weiter bis zum nächsten Checky. Mann! Mann!
Gib mir mal einen Hobo-Mann. Rainbow Club, passend zur Map hier, ey. Ja, meine Fresse, ey, das gibt es doch gar nicht. Was ist da los mit Weibers? Ja, Rainbow, auf jeden Fall Gruß an meine Homies. Gruß an seine Homies. Ja, so wie es halt muss sein, ne? Ja, weil vielleicht sind die ja gerade irgendwo beschäftigt, in irgendwelchen Liebeshöhlen oder sonst wo am... Ich glaube, sie sind ganz tief, die steckt ganz tief in Arbeit. Ja. Mittendrin, ey. Glaube ich nicht. Der Kackstift ist mittendrin, ey. Ganz tief in Arbeit, ey. Was war das? Ja, Krisinio, fahr doch mal ein Ziel. Krieger, wenn du vorne bist, kannst du texten, ne? Er kann auch jetzt texten, er ist immer noch weiter als du. Nee, das ist genau der Stelle wie ich. Hol du erstmal Tagessieger ein. Was ist denn da los, das mag ich, hm? Ne, mach erstmal hier, ne? Meine Güte. Was soll er erstmal machen, Am Ende ist die Ente fett. Ja. Jetzt werden schon meine Sprüche geklaut, das mag. Das ist schon arm, ne? Nö? Meine Güte. Nö, bin ich nicht. Warst du schon mal über den blauen, das Marker? Ja. Du nicht? Der war aber gut. Jetzt fall du mir noch in den Rücken, Crisinho. Du Arschloch, ey. Zählt mal die Schimpfwörter heute. Ja. Mach das mal mit. Komm schon! Der Pinke explodiert, was ist denn da los? Zählt das Marker auch als Pinfort? Ja. So was wie unfähigste Scheiße oder so. Das ist synonym, ne? Oh, ihr beide auf der Gamescom. Könnt ihr mal gut nachschlagen. Sollen wir schon mal für die Gamescom, sollen wir schon mal eine Halle so als Boxring organisieren? Oh ja. So ein MMA-Käfig, ne? Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ne, jetzt ohne Scheiß, ohne Flachs, ne, da hat der Chris ja nur keine Chance, Alter. Ich bin eine 1,96 Meter Kampfmaschine. Es ist einfach die Wahrheit. Was kannst du für Kampfsportarten? Ich war mal fast zwei Mädchen Jahre im Boxen. Nein, ich war 2 Jahre im Boxen, professionelles Boxen, ja. 2 Jahre professionell und wie viel Amateur? Na, Amateur ist man am Anfang immer, ne? Ja, deshalb. Man muss sich ein bisschen hochpumpen. Wenn du 2 Jahre professionell geboxt hast, wie viel hast du als Amateur geboxt? Der hat nie als Amateur angefangen, er hat einfach direkt als... Ja, direkt. Ach du Scheiße, jetzt kommt der, das mag ich auch noch an, ey. Nach 16 K.O.s hat er gesagt, ich beende meine Karriere. Ja komm, professionelles Boxen, hau mal ein paar Stats raus hier. Was Stats? Ja. Was für Stats? Ja, von deiner Karriere. Ja, gewonnen hab ich genug. Ah. An Erfahrung oder was? Ja. Genug. Das ist immer geil, wenn die Trainer einem immer sagen, ja, hast gut geschwungen, wäre beinahe an einem Schnupfen umgefallen. Ey, wann ist das denn hier mit den Scheißrollen? Ja, sag doch mal eine Zahl. Oder waren das so viele Siege, dass ich nicht mehr dran erinnern kann? Also, Also meine Klappe hier, Alter. Wenn ich jetzt mal schätzen müsste. Also wenn ihr euch das Video bis jetzt hier angeguckt habt, sehe ich jetzt schon die Kommentare, der labert doch nur, der hat gar keine Ahnung. Also wenn ich mich so schätzen würde, ungefähr 10 Siege und 18 bis 20 Niederlagen. Nee, ich habe weniger verloren als gewonnen. Bist du, hast du eine positive KD? Ja. Hast du da auch schon den Objective-Gedanken gehabt? Im Boxring? Sowas wie... Na, jetzt? Weiß ich nicht, hast die einzelnen Ringpfosten hier... weiß ich nicht, als Flagge benutzt oder keine Ahnung. Klar, eingenommen.
Eingenommen, genau. Hast du markiert, ne? Ja. Aber dürfen... direkt angepinkelt. Dürfen in dem Alter überhaupt... Darfst du da gegen Kinder boxen? Warum gegen Kinder? Ja, ich meine, dass du mehr Sieger hast. Oder warst du so der Sparrings? Also, nur weil du deinem Trainer mal vielleicht einen aufs Maul gezimmert hast, heißt das nicht, dass du den Kampf gewonnen hast. Nee, das waren schon richtige Gegner. Richtige richtigen Gegner. Richtige Fruchtzwerge. So richtige echte Frauen. Hast deine Karriere im Frauenboxen noch gemacht? Ja. Wie kommt man da rüber? Ich weiß nicht. Ja, ich raus auch nicht. Wieso okay, kennt sie doch. Ja, aber ich komme nicht auf die eine Scheiße darüber. Das ist korrekt. Der springt nicht weit genug. Bunny Hop, ne? Mann. Ey, das gibt es doch nicht. Aber. Ich hab keine Ahnung. Scheiße, war ich war am Anfang ja schon zweimal so weit, als ich über den ersten drüber war, aber dann bin ich an dem zweiten Sprung, der danach kommt, hängen geblieben. Das ist natürlich scheiße. Ah, alles klar. Gucken wir mal, ob wir aus den Fehlern gelernt haben. Jo. Oh, aus dem nicht. Super. Was machen wir jetzt? Freunde, okay. Was machen wir jetzt? Links, einfach mal schön den Bimba baumeln lassen da. Und welchen Kampfnamen hattest du damals? Suchen und zerstören, Biest. Genau. Ich hatte gar keinen Namen. Ja, aber ich meine, irgendwas wirst du doch, der Ringsprecher wird doch irgendwas gesagt haben. Die Flocke. Das waren ja hier keine großen Schaukämpfe hier. Ja. Ja, aber irgendwie nennt man sich doch. Na, meinen vollen Namen, aber den nicht jetzt nicht. Der Dresden Devil. Nee, da war ich noch kein Dresden Fan. Das Dresdner Flöckchen. Da war ich noch Berlino. Berlino? Ja. Berliner Unterschied. Ich bin Berliner, wer mich haut, den hau ich nieder. Boah, hast du auswendig gelernt? Mhm. Schön. Ich hab extra geprobt. Nur für heute. Nur um deine Abonnenten zu beeindrucken. Mal ein bisschen Action zu bieten. Ne? Ey, seid ihr da schon weitergekommen? Ja, ich war schon oben. Aber leider verkackt. Kennen wir ja, ne? Oh. Sorry, ist mir gerade so rausgerutscht. Ja, hab ich gemerkt. So, brenn ich eine Runde? Nice. Okay, jetzt sind wir ja schon wieder weiter, ey. Man. Ey, bei dem dritten Ding auch noch mit dem Arsch rein? Ja. Bams. Okay. Oh. Gut, Habe ich schon mal weh, dass das Trials richtig geil ist. Nee. Ja, jetzt wisst ihr's. Danke. So ein Drecksgame, Alter. Na, das Marker hat schon bei Microsoft angerufen und wollte hier. Also ich meine, wer sich bei Uno aufregt, weißt du? Bei Uno bin ich übrigens Biest, ey. Biest. Ja, ja. Hört ihr, er ist nicht nur im Boxring gefürchtet, auch seine gefürchteten 4C-Karten sind das Grauen des virtuellen Sports. Boah, ey. Ich sehe schon, das Marker, die Feinde zittern, ey. Er ist der Einzige, der noch im Spiel ist. Weil bei MW3 und was siegt er? Er spielt nicht mit ACR, mit Akimbo, nein, er spielt mit einer Aussetzkarte.
Hä? Hey, ja, warte mal. Das ist so geil. Ja, das Marker macht auch immer die Webcam an, um die Gegner zu verunsichern. Ja, der hofft, dass sie irgendwann erblinden, ne? Ja. Nee, die sind immer so geblendet von meiner Schönheit. Oh. Da. Da gewinne ich halt automatisch. Boah. Alter. Star Rush. Da explodiert er. Ja, ist natürlich nice. So, ist denn da los mit der Weiberung? Hong Kong Fui. Geht ihr noch Hong Kong Fui? Klar. Hong Kong Fui. Der geilste. Ja, Fessel, was ist denn da? Ja, ich hänge hier fest. Wer ist denn der Letzte überhaupt? Was ist denn überhaupt für ein Start hier? Ja, genau, Krisini, hast dich vorgeschossen. Boah, es ist so eine Assi-Scheiß-Strecke. Schön auf Platz 2 gefahren. Ja, genau. Gefahren, sagt er auch noch. Wohl er gelegen. Also 14, bis auf einer. Nee, ich hab gestanden. So, stand, drei auf stand Platz 1 und einer auf letzten Platz. Könnt ihr mal raten, wer das ist? Macht einfach nee, die Augen zu und tippt mal. Ich bin auf dem zweiten. Oh, nein. Stimmt. Nein. Oh ja. Nein. Ach, war das nicht die Map, die wir mit der Dunkel versucht haben? Nee. Sicher? Ja. Ach, das ist wieder so ein Sprung wie bei der einen heute von vorhin, ne? Ja, hier wird der das Marker kotzen. Ja, die Scheiße habe ich noch nie geschafft. Kannst du vielleicht jetzt mal eine Presse riskieren? Ja. Das ist echt widerlich. Wäre natürlich krass, wenn der Cresinho jetzt hier direkt abgeht, ne? Fände ich natürlich mal sehr nice. Cresinho. Ja, der ist immerhin schon mal über das erste Hindernis rübergekommen. Boah, voll der Diss hat das, Marker. Willst du auf die sitzen lassen, oder was? Da bleibt mir ja im Moment nichts anderes übrig, ne? Krasino, sein Gelaber geht mir schon so am Arsch vorbei. Das ist wie beim Scheißen. Du scheißt es raus und spielst es einfach runter. Der Kackstift, ne? Krasino ist ein persönlicher kleiner Kackstift. Ja. Das ist halt wie die Scheiße, ne? Drückst du raus und dann spülst du weg und dann ist gut. Ja, du, aber... Ich scheiße mal vorher an. Das Problem ist, dass Marker, ich bin ja die ganze Zeit da. Also, ist ja nicht wie die Scheiße, die ist irgendwann weg. Ich bin hier. Ja, leider. Kann ich einen Steg machen. Ja, eben. Drück mal ein bisschen mehr, das Marker. Aber kannst du dir eigentlich so eine Twilight-Runde ohne den Krisinho überhaupt vorstellen? Nicht unbedingt. Ah, nice. Ah, aber vielleicht haben wir ja den nächsten Mal einen neuen Gast, ne? Was? Wie willst du jetzt stimmt. Hier? Vielleicht schreibt ihm das Marker mal jemanden. Ja. Was ist das Marker? Soll ich mal ein paar Tipp geben, wie du den ersten machen musst hier? Das ist mit Bunny Hop. Gib dir gleich Bunny Hop in deine Fresse. Oh, jetzt kommt der Boxer. Ist das ein Traum, ey? Ja, herrlich. Ich freue mich so auf die Gamescom, wenn ihr meint. Ja, ich auch. Oh, no. Allein deshalb werde ich schon hingehen. Scheiß auf die Spiele, scheiß auf alles. Das Marker und Krasinho, obwohl. Haupt-Event. Wieso komme ich eigentlich hier über diese verfickten Reifen heute nicht rüber? Jawohl. Wie ist denn? Da gehört das wieder. Das Marker. Das ist das Schöne an das Marker, muss man ja sagen. Er gibt meistens zumindest nicht auf. Also, oha. Doch eigentlich immer schon, aber manchmal hat er ja den Ehrgeiz und
Und dann, Leute, sobald er das erste Hindernis geschafft hat, ist der. Jetzt ist da die Schlampung mal da rüber, ey. Heißt, du bist letzter Krieger, oder was? Ja, ich bin letzter. Ich komme hier über diese scheiß Reifen. Das geht nur so einigermaßen immer, aber dann diese umfallende Kacke da dann. Umfallende Kacke? Ja, hier diese anderen, die auch Reifen. Weiß-roten da. Genau. Ich meine, wenn ich hier rüber wäre, das wäre Kikis. Und dann wäre ich hier mal ganz eben, ja, okay, Fessel ist schon weit, aber zumindest am Cresinio vorbei. Und dann das Marker. Ja, der ist ja gar keine Erwähnung mehr wert. Mann, ey, jedes was ist das denn für eine Ecke hier? Ekelhaft. Ja. Da kommt ein Mock hoch. Ja, das ist ja. So. Ich rede mal nicht so viel mal von dir, ey. Das ist nicht nett. Mock. Nee, ich hab nicht von mir gesprochen, das warst du. Guck mal, Casino, der Mensch geht zu 99% noch von sich selbst aus. Wo hast du denn das gelesen? Mokko. Brigitte oder was? Nein, die Frau. Die Frau. Ach, komm schon. Okay. Oh. Fick. Jawohl, Fick. So, das mag ich, Baby. Ja, ist klar. Tschüss. Ja, hau rein. Na, Cresini? Ja. Nein! Meine Güte. Voll rüber. Wenn ich jetzt wieder hier links durchkomme, ja, rastig los, Alter. Jawoll. Was ist los, Alter? Was ist denn? Alter, ey, eben hat das voll 5 Jahre gebraucht, bis das mal fällt und jetzt fällt er sofort, oder was? Boah, was ist das für eine Scheißecke? Ah, endlich da, ey. Ach du Scheiße, hier wirst du ja malträtiert, oder was? Ah ne, da musst du ja einfach nur so rüber. Und dann ist... Was ist überhaupt los bei euch da hinten? Ja, wir genießen die Landschaft hier, ne? Ja, sehr schön. Man muss auch mal so eine Map huldigen. Genau. Nicht so wie du hier, Immer ich huldige jede Map. Vorbei. Ja, du huldigst meistens nur das erste Hindernis. Das ist halt der Smugger, der hat halt das Auge für das Detail. Der guckt sich halt auch gerne mal eine halbe Stunde lang die gleiche Szene an. Ja. Sehr schön. Ich bin halt ein Genussmensch. Der hat halt ein Auge fürs Detail. Boah. Also manchmal frage ich mich so, wer kriegt am meisten Bullshit auf die Kette? Fredde oder du? Fredde. Bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Wer ist denn da hinten noch? Ach, das ist Marker. Ich habe nur, wer ist da rüber? Moinsens. Oh. Jetzt muss ich nur ein Cresinio holen hier. Nein. Cresinio. Boah, das gibt es doch nicht, ey. Kriegt ihr mich gleich noch ein? Cresinchen. Ja. Wo bist du? Boah. Ich weiß, ja. Nein, jetzt blubber ich hier im Wasser rum. Ist nicht gut. Wieder rein. Alter. Fessel, warte mal. Na ja, klar. Komm schon. Ach, Sparko. Am Anus warte ich. Am Anus? Wolf Fessel, Alter. Der das Marker. Ja, ich könnte oh, es mein Haus. Oh, da war der cool, Krieger. Danke. Cresinio schimmelt da bestimmt am Boden, ne? Du hast aber ich feier mich, ich bin heute schon einiges weiter als letztes. Ja, feier du dich mal. Ja, man muss du bist heute schon um einiges weiter, nach 4 Rennen schon 7 Punkte. Mhm. Das ist Hut ab. Chapeau. Das ist ein Chapeau. Da ziehen wir den Kackstift vor. Was ist hier los? Gleiche Map. Nochmal? Wie gleiche Map? Ah, okay.
okay. Auf Dach! Boah, der ist zum Marker, ey. Wie geht ab für eine Marke? 50. Ja, der hat ein Auge fürs Detail. Ja, klar. Du hast sie gemerkt, hast. Gib down. Nein! Ach, gut. Nein, nein, nein! Hoch da. Sehr schön. Der ist nach vorne! Das mag er. Nee, ich hab grad das Auge für das Detail. Was hast du? Das Auge fürs Detail. Das heißt auf Deutsch, du kommst nicht weiter. Ja. Ja, so ist die Ausdrücke. Kommen wieder die ganzen Lappen hier hin, weißt du? Ponchi und Sponchi. Echt, echtes Problem, ihr wollt immer gewinnen, Ponchi, gewinnen, gewinnen. Ponchi. Ey, das Marker, weißt du, was geil wäre, wenn du mit dem Cresenio so eine Art Kenny vs. Benny machen oder so Aiden vs. Simon, ey. Boah, mach's bitte. Ohne Scheiß. Nee, jetzt kann man den Zuschauern nicht antun, hier Cresenios Gesicht, ey. FSK 18. FSK. Aber dann hast du ja auch mit deiner Stimme nicht Rücksicht auf die genommen. Aber doch, stimmt, du hast ja meistens geschwiegen. Hast doch eigentlich. Nee, meine Stimme kommt gut an. Hm. Ja. Beim Stummfilm oder was? Nee, 2050 Leuten gefällt es mittlerweile schon. Was, deine Stimme? Ja. Wie sind... steht das denn? Ja, jetzt überleg mal für eine Mark 50. Mhm. Nur weil du 1800 Abos für dich selbst gemacht hast? Wie hat das nochmal hier funktioniert? Fazis, ihr müsst ja nichts sagen. Nein! Ich darf aber was sagen. Muss ich da hochdrehen? Cresenio. Hochdrehen? Ja. Das liegt da, was mache ich jetzt? Da musst du weiter Gas geben. Dreh dich hoch. Ach so, und dann, okay, und dann muss ich, ja gut, okay, verstehe. Also abgesehen vom Lars Marker eigentlich eine spannende Runde, oder? Ja, geht schon klar. Ma, jetzt ist der Krieger da vorne. Das ist so viel Scheiße hier, ey. Findest du? Meine Güte, ey. So schwer ist die Ecke hier doch gar nicht, ne? Nee. Ich habe so viele Nachrichten von Abonnenten bekommen, dass ich euch mal, also, dass ich die Spiele ein bisschen spannender kreieren soll, weil die meisten schalten schon so nach 20 Minuten ab. Weil da eigentlich ja schon der Drops gelutscht ist. Ah, klar. Meine Güte. Deshalb habe ich euch auch eben auch in Skype geschrieben, dass wir ihm das Marker mal ein bisschen mehr eine Chance lassen sollen. Die Leute wollen das nicht mal sehen, wenn er da so. Die haben Angst, weißt du? Die stehen halt einfach auf mich. Ja. Nee, die haben Angst um dich. Zack, Kirsche. Da ist der Fessel noch. So, Cresenio, das Marker. Der Kampf um Platz 3. Oder auch, wer katapultiert sich weiter nach vorne? Meine Güte, was ist das denn für eine Scheiße hier? Guck mal, die Cresenio bewegt sich so ein wieder. Hässliches Vieh, ey. Jetzt habe ich den Anschluss deutlich verloren. So.
Aber ist noch ist alles drin. Oh, jetzt kommen die beiden unbekannten Faktoren. Ja, das wird ein Spaß. Das sage ich dir. Ist der Krieger vielleicht mal der Erste? Kann sein. Aber ich habe ja zumindest schon mal die Erste. Komm vom das Marker, der... Ja, sieht schon mal gut aus hier. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um... Oh. Oh nein, ne? Das sieht echt gut aus. Ey, wie auch vorhin sind die Scheiße jetzt hier noch einbauen. Das ist relativ häufig, ne? In, ja. Aber ich schaff's nicht. Das geht einfach nicht. Doch, das geht. Shit. Warum bauen die Leute so eine Scheiße ein? Ne? Damit die sich leiden sehen. Ja, ich will es extra nur wegen mir. Die ist auch ordentlich hier, ey. Mhm. Boah. Ja, sag mal. Hört ihr was? Ja, nee. Aber bin ja noch nicht drüber. Ich komme immer falsch und ich muss mich ja nach vorne beugen, nicht nach hinten. Oh. Ja, stark. Ich habe mich einfach mal nicht nach vorne, sondern direkt wieder ins Start. Hin, ich muss mich nach. Schlepper kann nicht hängen. Das ist ein Bug. Ja, geht nicht, auch. Sagst du, ne? Nee, das Spiel will einfach nicht, dass es geht. Wie soll man das denn hier machen? Geht nicht, sagst du. Mann, ich falle da immer zurück, anstatt nach vorne. Alter. Das schnall ich aber echt nicht, ja. Oh, wie hast du denn das gemacht? Mit Hinterrad. Alles klar. Easy. Ja, aber krass, dann hängst du ja da. Also. Musst du dich hier hoch wieder hochziehen? Und dann springen? Oder musst du mit Hinterrad zuerst? Nee, Vorderrad. Und dann einmal so durchtänzeln. So eine Bauchtänzerin musst du da durch. Boah, hier habe ich noch gar keinen Plan. Ne, geht nicht. Das geht auch nicht. Kennt ihr das Marker? Mhm. Leute, das ist meine Sprüche, ne? Boah. Wie soll man das denn machen? Fessel, das frag ich bei jeder Map. Kann man sehen, wie es ist. Da ist nicht viel Platz, ne? Nein. Für ein Anus. Ah, okay. Boah. Muss ich mich nach unten? Ne, nach unten nicht, ne? Hast du fast? Hinterrad? Ja. Problem ist, ich hab krieg keinen Stand dann da unten auf dem Ding. Kommst du auf das Ding dann drauf? Ja, mit dem Rücken. Okay. Wie geht das denn dann davor? Mit dieser
Mit dem Metallstange da? Hinterrad. Hinterrad zuerst? Jo. Also Vorderbremse. Und dann mit dem Hinterrad da hochsnörseln. Snörseln finde ich ein gutes Wort. Wobei, was vielleicht gehen könnte, wenn man die Stangen gegenüber auf der anderen Seite nutzt. Ja, habe ich auch schon überlegt. Aber ich glaube, das wird nichts. Mit dem Hinterrad? Ja. Vorderbremse. Ja, und dann? Was habe ich dann? Zurück dann und dann ein bisschen zurück, nach vorne beugen und dann mit Gas drauf. Meine Güte. So, hier, das ist eine. Ah, okay. Hast du aber. Das war sehr. Boah. Ich glaube, die kriegt eine 11 auf den Dasmarkometer. Mindestens. Ah, kacke, da war ich doch schon fast. Ich schaff das mit den Stangen nicht, mit diesen Rüberschwingen. Schwingen. Meinst du, Bim Bam Bam, Mann, hat's nicht raus, oder was? Könnte jetzt sagen, das kommt davon, wenn du mit Jochen Blödsinn machst, ne? Das war alles üben. Boah. Ich hab auch keinen Plan, wie man da wirklich draufkommen soll. Mit dem Vorderrad dran, aber dann kommst du mit dem Rücken auf. Mit dem Hinterrad dran geht auch nicht. Was ich überlegt habe, dass du vielleicht, ja, wenn du dich da ranhängst, mit dem Hinterrad dich einklemmen kannst unten, weißt du? Ja. Na, jetzt habe ich es eben einmal geschafft. Jetzt. Einmal ist kein Mal. Na gut, sagt er mit da, wie viele Versuche hast du schon? 117. Geht aber noch. Oh, habe ich wieder mehr. Tja, über Danke mal. Ist relativ, ne? Ich bin ja schon drei Hindernisse weiter. Na gut, die Wahrheit tut weh, das Marker. Du bist auch ein Kacksuchti hier. Kacksuchti, ja. Ich habe keinen Plan, ehrlich gesagt. Ja, nicht. Dito. Du wirst ja nie einen Plan. Mit deiner Ecke kommt man drüber. Aber hier ist wirklich unmöglich. Wenn du Hannibal Lecter wär, nicht Hannibal Lecter, wie heißt er nochmal hier? Aber hier Team. Hannibal? Hannibal, Mr. T. Ja, wie hieß er nochmal? Hannibal, Nachname? Hannibal. Smith. Ich bin Mr. T und das ist mein Nachtelf-Irokese. Ich bin der letzte Marker und das ist mein Kackstift. Nein! War es jetzt was rüber, oder was? Es sah gut aus. Es sah wirklich gut aus, fand ich. Boah. Finger tut so weh, ey, ohne Scheiß. Vom B drücken? Nein, nicht vom B drücken. Vom Gas geben. Vom Drücken, der drückt die ganze Zeit den Kackschiff. Versucht er, aber da kommt immer ein neuer hinterher. Ich glaube, der blutet gleich, ja. Der Kackstift? Nee, mein Finger. Schon so wund gerubbelt. Gerubbelt? Ja, gerubbelt, nicht gerührt. Oh. Ah. Das Marker könnte auch auf YouTube Kackstift GmbH und Coca geben, ne? Bin ich groß raus mit. Ja. Brauche ich so ein Gerät, wo der Kackstift zurückgehalten wird? Brauche ich groß Money, Money, Money. Ja. Das ist ein Money Train, ne? Boah, ne. Ey, ohne Scheiß. Die Map geht nicht. Ja, ich komme mit dem Rücken drauf, aber das war's dann auch. Komm, nächste Map. Das Marker, jetzt
gibt doch nicht gleich auf, ey. Ist ein Ehrgeiz hier. Ja, du musst erstmal zu uns kommen hier, dann können wir aufgehen. Ja, dann schau heute nicht mehr. Mann! Muss der Krieger heute 12 Stunden hochladen. Ja. Viel Spaß. Ohne Scheiß, ich glaube, wenn wir hier rüber sind, geht der Rest. Ja, der Rest sieht easy aus. Sieht easy aus, wir sind gerade mal bei Hedag! Ja, zumindest das, was danach kommt. Die Reifen, die gehen ja klar. So, ihr Kinder, jetzt komm ich. Jetzt komm ich. Achso, da. Ich bin Miss Alti und das ist mein Cresinio-Käse. So. Nee, schade. Ja, das wär's. Cresinio kommt. So. Hier ist auch Kiki. Durch. Mann. Aha, guck mal. Juhu. Ist er das jetzt geschafft? Ja, wie ich gesagt habe, darunter dann sich hochziehen. Was? Das Hinterrad da einkeilen. Hinterrad einkeilen? Ja, also oben die Bremse ist klar. Und dann im richtigen Moment loslassen, dass du dich mit dem Hinterrad daran einkeilst. Ich weiß, was er meint. Also mit dem Vorderrad erst rein, oben. Genau, Bremse und dann Hinterrad rein und Sieg. Jo. Hä? Nochmal. Das ist so widerlich, das ist so widerlich. Du sagst es ihm, jo, läuft. Bist du hier rübergekommen? Ich bin einfach rübergesprungen, jo. Es muss er noch für dümmer erzählen. Der Christine hat es nicht verstanden. Sprich, der gerade mal am ersten Checkpoint ist. Ja, ich hab wieder hier. Da muss ich jetzt so mein Cresini mal in Schutz nehmen hier. Wie war's jetzt? Also mit Bremsen? Vorne rüberlehnen? Bremsen rechts, links, hoch, runter, 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 Viereck, 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 Dreieck. War nicht hoch. Das, was du da machst. Mit den Fäden hier. Du musst dich oben so reinhängen, dass du unten mit dem Hinterrad an die Kante kommst und da dann dich oben mit dem Vorderrad ranhängen oder? Oben mit dem Vorderrad und unten mit dem Hinterrad mit an die Kante, dass du dich dann hochziehen kannst. Und nicht wieder das Marker, die Nase, sondern das Rädchen. Oh, wobei hier die Dinger ja, sind. Ja, aber die sind schaffbar auf jeden Fall. Also. Ja, da haben wir es doch. Arschloch. Ne, sind schaffbar, ne? Fessel, du Arsch? Das sind machbar, ja? Himmel, ey. Alter Schwede, was war ich jetzt geschafft? Ohne Scheiße, ich habe mich gerade so oft gedreht um die das komische Ding, ne? Ich bin gerade mindestens 2 Checkpoints übersprungen. Was? Ja. Ja. Kannst du direkt schon mal einen Shampoos rausholen. Das Marker ist beim 4. Checkpoint auf der Extrem-Map. Geile Sache, ey. Ja, so wird's gemacht. Oh, dieses widerliche, dieses ekelerregende. Boah. Er kann. Ja, Digga. Ja, du kannst ja meistens nicht das Marker. Das ist ja das Problem. Und du hast ja meistens auch nicht. Ein Kackschiff hat er. Aber nicht nur einen. Deine Stimme ist ja, ne? Da hat der Cresinio mal ein Spiel gefunden, wo er mal was reißen kann, ne? Außer bei FIFA. FIFA. Hast du schon lange gegen mich gespielt, ey? Bist du richtig biest, ey? Biest. Ja, seit Montag, ne? Ja. Wie ist das Spiel nochmal ausgegangen? Psst, nicht verraten. Nicht spoilern. Ne, geht ja gar nicht. Achso, nee, tu ich nicht. Sana, ey. Willst du mich verarschen? Aha. So, Fesselchen, Gumme. Ja. Ja, das ist jetzt eine Nummer zu hoch hier gerade. Ding, ding, ding. Fast. Wie komme ich nicht hoch an der komischen Stange? Ja, du bist doch gerade mal erstmal 2 Minuten da. Direkt schon kommst du nicht wieder hoch, oder was? Ach, ihr könnt euch gegenseitig helfen und ich muss hier verrecken, oder was? Ja, wir haben es doch vorhin geholt. Viele Stunden da. Guck mal, du hast hier 2 Checkpoints übersprungen, weißt du? Ja, du weißt, und du musst erstmal.
Da merkt man echt, dass alle... Was? Dass sie Angst haben, ey. Vor okay, dass sie Angst haben. Die haben Angst vor mir, ey. Okay, du musst dich... Vorderradbremse, Hinterrad... Jetzt lass dich doch nicht durch den provozieren da. Nö, ich sag's ihm ja nur. Mal gucken, ob er es schafft. Er hat ja eine faire Chance für ihn. Vorderradbremse mit dem Hinterrad... Scheiße. Schön, Schüsse. Scheiße? Wie geht denn Scheiße? Hinterrad da dran. Auch mit dem Hinterrad dran hier, weißt du? Ja. Und dann? Und dann hochziehen. Okay. Sehr gut. Marker. Bei wie viel Versuchen seid ihr so? 260. Nein! 270. 250. 310. Warum hab ich immer die meisten? Das kann ja gar nicht sein, ey. Du sagst, ja, ich drücke auf den B-Button, Alter. Ganz ehrlich. Hä? Jetzt guckst du dir an, wo der Krieger war. War das bei dir gezählt? Komm. Yes! Alin din din. Kann ich nicht ja irgendwie du nach vorne? Du kannst gehen, aber dein Kackstift bleibt hier. Du kannst gehen, aber dein Kackstift bleibt hier. Meine du kannst gehen, aber dein Kackstift bleibt hier. Du kannst gehen, aber dein Kackstift bleibt hier. Ja, oh, oh, yeah. Ah. Was ne Rotze! Was sagen wir zu? Mit Recht. Mhm. Mini Trials Compensation. Letzte Map für heute. Oder? Jetzt können wir nochmal den Das Marker anfeuern. Sollen wir dem mal 30 Sekunden Vorsprung geben? Okay, dann nicht. Hier los. Ja, drauf da. Mann. So, tschüss, ne? Ciao. Tschüss. Alter, für Wald und Wiesen werden wir hier, ey. Wieso heißt das Ding Mini-Trials Compensation? Weil die nur kurz ist, glaube ich. Boah, ich war doch eben da schon fast drüber. Ist ja fast zählt halt nicht. Boah, ja. Boah, ja. So, ihr sollt jetzt noch gerade mal zurückspulen, dass es irgendwie leicht schwul angehört. Okay, jetzt komm. Komm. Du warst wahrscheinlich der Einzige, der darüber nachgedacht hatte. Komm. Ja, wohin soll er kommen? Bitte! Jawohl! Kackstift, oder? Wie ist denn, Alter? Kiki Map. Ja, da packt der zwei Checkpoints und direkt reißt der die Fresse auf. Eben, ich komme hier rüber, ich scheiße, wei. Mann, wie soll ich denn da hochkommen, ey? Frag doch das Marker hier, unser Marker. Wunder. Von Bern, ey. Oder Wunder aus Dresden, ne? Aus Dresden. Wie kommen wir da schnellst nach Dresden? Steckst du Finger an der Foto um Dresden. Richtig. Woher kommt er da eigentlich? Sei so ein zweites Köln? Vielleicht aus Dresden. Hat wahrscheinlich der Rainbow-Plan da eingeführt. Ja, eben, so. Ja, klar, können wir auch. Oh Mann, ey, mich regt diese Pisse ja gerade ein bisschen auf. Oh. Ja, lass mal einen Controller hören. Ohne Witz. Meinst du, ich soll mal eine Annonce machen hier? Ja, ein kleines
Schleudern kommt immer gut. Hab ich festgestellt. Sprichst du aus Erfahrung? Ja, leider. Für die Leute, die nicht wissen, was gemeint ist, ich habe in einer Kontrolle einen Controller geschmissen und es tat gut. Für uns. Oh yeah. Boah, alter Fehler. Meine Fresse, ne. Moinsens. Moinsens. Blicke noch nicht ganz durch. Ne, ich auch nicht. Er muss hier, Boah, ja, ja, genau. Jetzt ist es vorbei. Das Marker versucht, Tipps zu geben. Fährst du überhaupt noch das Marker oder drückst du nur noch B jetzt gerade? Der belegt, wie er möglichst schnell irgendwo, der wird sich zum Platz, wo er sich hinschleudern kann. Nein! Kenny Grisinho, oh. Alles klar. Dieser Pfeiliner mit regt mich auf ein bisschen. Wegen dieser Kameraperspektive, die sich dann ändert. Stört mich. Das ist ein bisschen nervig. Ich war nicht so. Jetzt kommt der wieder hier. Mr. Easton, weißt du? 13 Sekunden lang war er mal vorne. Kriegt die Fresse aufgerissen wie pubertierender Dreijähriger, ey. Meine Güte. Nein! Ja, hinten hoch, vorne runter, super. Nee, das ist Und schafft er. Was macht das Markometer? Nö, es ist geschmeidig. Also ich würde sagen, es ist eine 8. 8 bis 7. Nee, gar nicht. Ja, ja, deshalb bist du auch rüber, du Depp. Nee, ich weiß aber, wie es funktioniert. Ich muss es bloß noch schaffen. Achso, ja. Was ist dann eine 10? Also ich kann dir alles sagen, wie alles funktioniert. Ja, ja. Von einfach von rechts nach links fahren, ne? Ja. Mann! Nee, ich versuch schon. Was denn? Was denn? Was denn? Willst du uns irgendwas mitteilen, Jo? Forscher. Und Warlow, oder was? Hm? Hat dein Controller dich mal wieder nicht rangelassen? Kann er da auch? Ey, Gott. Kann er da auch? Ey, ohne Scheiß. Diese Ecke hier geht mir so herbe auf den Sack gerade. Jetzt geht kein Meter. Ein Meter geht das. Aber das Marker weiß ja, wie es geht. Vielleicht schaut ihr mal mit dem Tipp. Das Marker, schieß mal los hier. Nee. Würdest du mal einen Meter länger dauert, nimm dir einen Kackstift. Was denn das Marker? Es ist einfach nur das Marker. Mann! Und die Wiederholung gucke ich mir an, ob der das Marker einmal da so war wie ich. Nee. Ja, nee. War ich. Nee. Ist da ein Controller? Jawohl! Was ist? Kann ja nicht weiterfahren. Bitte! Easton! Weg, ich einfach nur. Nein. Wenn er das Marker macht und der ist hier im Rainbow Clan. Das hat Euro aber. 500 Euro. Okay, für meinen Homie mag ich für 350. Eben hast du noch gewettet, du würdest es auch für 2 machen. Also 2 Euro. Wolltest du doch wetten. Irgendwas. Nee, das war nicht alles. Achso. Ohne Scheiße, ne? Ich muss den Wurfcontroller eben wiederholen. Nee, lass, nimm den richtigen. Du bist hingeflogen. Das macht doch gar keinen Sinn, du. In 5 Sekunden schmeißt er den noch eh wieder. Boah, scheiß die Ratte, ey. Nein! Aber meiner ist auch gerade schon ziemlich rutschig, sagen wir es mal so. Ihr wisst, was ich meine.
Nein! Weil das die Zuschauer wollen. Ja, ist klar. Das mag er, jetzt hau mal raus hier die Tipps. Noch nicht. Er ist ein Sturm. Was bist du für eine Pussy, das Marker? Yeah, was bist du überhaupt? Nee. Da willst du Tipps haben, du Arschloch. Ja. Sehr nice. Ah, jetzt bin ich schon hinten. Ja, super. Jetzt war ich oben. Okay, dann wieder rückwärts gekippt. Ich glaube, der Wurf hat gut getan. Entspannt. Controller oder dir? Beiden. Das war ein Druck, ein psychologischer Druck, der auf den beiden lastete. Ja. Ich glaube, den Controller für die auch irgendwann mal eBay. Gibt's noch einen Kackstift dazu bei 300 Bestellungen? Ja. Oh, komm schon. Mann. Meine Güte. So, tschüss, ne? Vor allem, das ist Hindernis 4, ey. Das ist ein Scherz. Oh, das Marker, ey. Das ist so eine... Boah, und ich hasse diese verkackten... Weißt du, das Marker kann ich mir auch so gut vorstellen, so bei so einem Marathon, so. Er startet so in der ersten Reihe, die ersten 50 Meter sprintet er. So, ja, tschüss, ne? Ja, geht mal noch um, du Trottel. Bei 100 Meter haben sie rein. Jawohl! Jawohl, yay! Und das war nicht der Wurf-Controller. Die Controller fliegen wieder tief. Aber er läuft noch. Xbox, Microsoft, whatever. Wir können schon wieder fliegen. Ich mag halt das Maul. Das war so klar, dass sie jetzt kommt. Was ist denn das hier? Das ist eine Scheiße. Das Spiel raubt einem den letzten Nerv. Also, anders kann man es gar nicht sagen. Nein! Mann! Jawohl! Du so eine Pisse, ey! Was ist denn los, Cresenio? Wir wollen einen Controller und nicht irgendein scheiß Kissen, ey. Könnten schon wieder, ne? Ohne Scheiß, ich bin noch kurz davor. Es geht kein Meter. Diese Map. So Wetter, oder was? Ja. Ja. Diese Map ist echt zum Kotzen. Da frage mal das Marker, wie es geht da. Ja, ist ganz angenehm eigentlich. Boah, ist ganz angenehm, ey. Boah. Das hörst du schon wieder dieses. Ist echt so. Jawohl! Mann! Ja, komm, das ist aber machbar hier. Ja, genau deswegen rege ich mich so auf. Nimm mal einen Wurfcontroller. Ja. Hm? Ich gleich wieder aufstehen. Wie hatte ich denn normaler Controller nicht rangelassen? Hm? Ach, Alter. Schießt er nicht schnell oder langsam? Schnell, ne? Ich weiß es auch nicht. Ich mach's schnell, ja. Meine Fresse, ne, ey. Was ist denn das für ein Hindernis? Ey, jetzt falle ich da oben immer wieder zu. Alter. Musst du in einem über die 5 springen, über diese Tonnen da? Ja. In einem Wusch. Ohne in der Mitte da das Brett zu nutzen oder was? Achso, nee, das Brett kannst du nutzen. Ja, dann mach aber Bums. Ich denke, du fliegst aber hoch. Du kommst schon. Schön, dass ich immer B drücke da.
ist auch ein Highlight bei Trails. Der das Marker gibt dem Krieger einen Tipp. Ja. Können wir uns rot im Kalender ankreuzen heute mal? Ach, ist aber auch räudig, ja. Deine Mutter, ne. Ui, ui, ui. Was ist denn? Schaffen wir es beide zur gleichen Zeit, dann kratzt sie da ab. Das sind wir. Das sind halt die. Unkrisierisch von 400 Versuche. Was hier? Scheint ja. War nein, ich bin bei 278. Nein, 279. Ja, genau. Hey, was ist denn jetzt noch? Hä? Müssen wir hoch oder runter? Hoch. Das ist das Problem beim Left-Marker. Hoch geht nicht. Ah, okay. Tu doch nicht so, als würdest du irgendwas verstehen. Doch. Nein, fick dich. Mein ich hab jetzt Gott, Meine Güte. Ja. Boah, dieses behinderte Pisshindernis, Hast du keinen Grove-Controller, Casino? Nee, hab ich keinen Grove-Controller. Ich hab nur einen Wurfkissen. Und das biegt jetzt aber mal sowas von hier gegen die Wand, Boah, du Tier! Das ist eine schwuggele Folge heute hier, Ohne Witz. Wie musst du hier den Wald- und Wiesen-Wichser hier einladen, Wald- und Wiesen-Wichser. Also, machen wir hier, komm mal lieber ran hier, auf den Meter. Nee, ich will nicht, ich hab Angst. Jetzt hab ich mit dem Kissen bewirft. Das Frage, wie bist du denn jetzt da hochgekommen? Bunny Hop. Ohne Witz. Vor allen Dingen Mini-Trials Compensation, ne? Ja, klar. Mein Gott, Das ist doch nicht zu fassen hier. Unfasslich, so eine Scheiße hier. Können wir gleich nochmal die erste Match spielen? Ich war nicht sympathisch. Ach. Ist der Anlauf genommen ordentlich? Mhm. Von ganz hinten? Mhm. Jo. Es kann doch nicht sein, dass ihr diesen da vorne gewinnen lassen wollt. Weißt du, wenn der das Marker zumindest ins Ziel kommen würde, wäre es ja okay, weißt du? Wo sind wir überhaupt schon? Eine Stunde 30 Minuten fast schon. Boah. Ich will gleich zwei Folgen rausmachen. Nee. Das ist die EM-Special-Folge. Ja, ole, ole. Wenn wir bis wir hier fertig sind, ist die EM vorbei, Glaub ich allerdings auch. Ja, wir spoilern schon mal. Österreich ist Europameister geworden. Spoiler. Ich komme da nicht dran, das gibt's einfach nicht. Ach du Scheiße! Da los, Ja, das frage ich mich auch. Welche Tastenkombination hast du benutzt? Viereck, oben, unten? Wie war das eben? Spule mal zurück. Du weißt, was das Beste ist? Denn das Marker hat mir den Tagessieg damit vermittelt. Ja, gebracht. Danke. Bitteschön. Oh, danke, das Marker. Das war das erste Mal, dass dein Sieg mal wirklich was gebracht hat. So, Freunde, ganz kurz, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja. Plastikteile vom Controller. Hier. Ja. Macht's gut, haut rein, ciao mit V, Hupen vom Tisch. Und bis dann. Controller weich einpacken. Genau. Ja. So sieht's aus. Marc hat schon eingeschlafen. Ja, Weidmanns Dank und Weidmanns bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und rein.